Hansi, ihr spielt ja heute Abend in der Posthalle in Würzburg auf dem Keep It True Festival. Ich glaube auch zum ersten Mal. Ja, was ist das Besondere? Was ist das heute Abend für ein Set, das ihr hier spielen werdet? Es ist ein traditionelles Set mit vielen alten Songs, aber der Corona-Zeit geschuldet nicht so groß unterschiedlich zu dem, was wir in den letzten Wochen schon gespielt haben. Wir hatten ja das Privileg, zumindest schon viermal in diesem Jahr spielen zu dürfen. Das wäre jetzt unser fünftes Konzert. Und ich sag mal, bis auf zwei Nummern sind alle Nummern älter als 20 Jahre. Das kann man als Oldschool-Set, glaube ich, durchgehen lassen. Ja, auf jeden Fall, finde ich schon. Du hast es schon erwähnt, das waren wieder diese Kufa-Konzerte bei euch zu Hause, quasi eben für eure Verhältnisse relativ kleinen Rahmen, ne? Ja, das war schön. Das hat Spaß gemacht und hat der Band viel gebracht und auch den Leuten, habe ich zumindest den Eindruck gehabt. Ist auch aus der Not geboren. Wir wollten einige Festivals spielen, die sind dann ausgefallen. Letztendlich sogar das kleine Wacken, das Bullhead Festival. Um das spielen zu können, das ist dann ja ausgefallen, wie gesagt, wollten wir uns so ein bisschen aufwärmen und hatten diese Krefeld-Shows schon ins Auge gefasst. Und nachdem dann Bullhead auch weggebrochen ist, haben wir gesagt, hey, wir spielen diese beiden Shows und ist egal, wie viele Leute kommen dürfen, wir spielen. Und dann hatte sich praktisch kurz vor diesen Konzerten die Sache so ein bisschen freundlicher dargestellt, sodass wir, ich glaube, bis zu 600 Leuten empfangen durften. Ist verhältnismäßig wenig, aber ja, in der Not frisst der Teufel auch Fliegen. Wie war denn generell so diese Corona-Zeit für dich oder für euch? Also viele Leute haben ja ihre Häuser renoviert oder sind plötzlich irgendwelchen Hobbys nachgegangen, für die sie nie Zeit hatten. Was hast du denn so gemacht? Versucht, Toilettenpapier zu organisieren. Wir haben versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Wir haben das Privileg, ein eigenes Studio zu haben. Wir sind ja notorisch eh immer ein bisschen spät dran mit unseren Platten und hatten tatsächlich zu dem Zeitpunkt gerade unsere Albumproduktion so richtig am Laufen. Und das konnten wir dann durchziehen bis zum Schluss. Man musste sich teilweise an bestimmte Regeln halten. Wenn wir Chorgesänge gemacht hatten, musste man mit Plexiglasscheiben arbeiten. Also es war schon ein bisschen Geraffel, aber wir konnten eine Platte fertigstellen. Ich konnte im Grunde genommen fast meinem normalen Tageswerk nachkommen. Dass die Geschichte bei allen Wunden hinterlassen hat, muss ich nicht erwähnen. Das versteht sich von selbst. Da kann sich, glaube ich, niemand von ausnehmen. Hobbys. Ich habe wie immer viel gelesen und viel recherchiert. Aber jetzt großartig da an meinem Leben hat sich eigentlich nichts verändert. Also du hast keinen Lockdown-Koller bekommen? Doch, aber den habe ich versucht, mit den normalen Waffen irgendwie zu begegnen. Und das ist glücklicherweise gelungen. Sind dann in dieser Corona-Zeit auch irgendwelche Ideen für die Zukunft geboren worden? Also Dinge, wo ihr gesagt habt, Mensch, das haben wir jetzt mal ein bisschen mehr ausreifen lassen, das wollen wir in der nächsten Zeit oder sofern es Corona denn zulässt, mal angehen? Ich habe immer so den Eindruck bei uns, dass wir der Zeit hinterherrennen. Ja, also wir haben 1000 Pläne immer und alles wird auf den letzten Drücker fertig. Und da hat sich jetzt überhaupt nichts geändert. Es ist tatsächlich so, wir haben dieses Album im März diesen Jahres fertiggestellt. Es ist im August gemixt worden, was schon praktisch 8 Monate später gewesen ist, als ich es eigentlich ursprünglich geplant hatte. Und so hat sich im Grunde genommen alles nach hinten verschoben. Und das heißt, wir haben Pläne gemacht, die jetzt dann hoffentlich im nächsten Jahr realisiert werden können. Die hatten wir aber eigentlich schon vor 21 gemacht. Ja, und so geht's weiter. Wir rennen unseren Jubiläen hinterher, versuchen alles irgendwie geregelt zu kriegen. Nur zu welchem Zeitpunkt ist die Frage. Wir wären theoretisch in der Lage, schon nächstes Album aufzunehmen. Das wäre dann so die Antwort darauf, was wir ansonsten gemacht haben. Wir haben sehr viel komponiert. Und suchen jetzt halt eben nur nach dem richtigen Zeitpunkt, um die Sachen abzuarbeiten. Das ist, glaube ich, so dann die Aufgabe über diesen Winter. Weil wenn sich die Sachen so entwickeln, wie es gerade aussieht, dann haben wir jetzt wieder 4-5 Monate Zeit. Und da kann man an solchen Sachen arbeiten. Aber wir haben auch bestimmte Sachen fürs nächste Jahr vor. Wenn wir die Somewhere Far Beyond Anniversary Tour spielen können, dann gibt es da natürlich eine Menge Geschichten, die wir nebenbei noch realisieren wollten. Und da gibt es die eine oder andere, hoffe ich, coole Überraschung. Okay.
Aber noch ein bisschen detaillierter die Überraschungen verraten, was es so an Ideen da gibt. Die sind teilweise auch der Situation geschuldet. Ja? Wir planen jetzt momentan ohne Vorband. Das heißt, wir müssen ja irgendwie dann einen ganzen Abend unser Publikum bespaßen. Das wird nicht gehen, indem wir, weiß ich nicht, back-to-back 3 Stunden am Stück dann 6 oder 7 Tage hintereinander spielen. Auch das der Situation geschuldet. Also muss man da schon interaktiv irgendwas machen. Das wollen wir vorbereiten. Wir rennen der Zeit hinterher, weil irgendwann soll unser neues Album kommen. Das ist jetzt für September 2022 geplant. Dann wären wir ja wieder auf Tour. Sprich, mit anderen Worten, da gibt es auch eine Menge Vorbereitung bis dahin, dass wir das überhaupt alles gedeichselt kriegen. Das heißt, alle Sachen, die wir in Bezug auf die Somewhere Far Beyond physischen Tonträger dann realisieren wollen, müssen wir praktisch auch im Januar und Februar fertigstellen. Und da haben wir ein paar sehr schöne Ideen, die dann aber kreativer Art sind. Also da geht es dann tatsächlich um Neuaufnahmen, um einen anderen Weg, die Sachen vielleicht auch mal zu präsentieren. Alles klar, ich bin gespannt. Du darfst.